20. Keimung und Wiederaufstieg. Interdimensionale Intervention. Wir sind die aktorianischen Analogiker, die Speerspitze der heteroklitischen Brigaden. Wir übermitteln diesen Bericht aus der AA-Zwischenstation. Auf unseren zarten Wink hin zog sich der melancholische Parzifal in das Excalibur zurück, wo, so können wir euch zu unserer großen Freude berichten, sich die Dame des Sees all seiner Bedürfnisse seitdem aufs Fürsorglichste angenommen hat. Parzifals höchst schwierige Mission hatte darin bestanden, mit dem emotionalen bzw. zweidimensionalen Sinneskörper der verlorenen Zeitreisenden ständig im Einklang zu sein. Sein Rückzug zum Zeitpunkt AD 1913 geschah an einer weiteren entscheidenden Nahtstelle der Zeit. Noch ein Dreamspell-Jahrhundert und die ganze 26.000 Jahre umfassende Zeitschiff-Episode würde beendet sein. Noch ein Erdenjahrhundert und die Atlantis-Gesellschaft würde ihren Themenpark Maschinenwelt in seiner Gesamtheit fertiggestellt haben. Welch furioses Finale für eine Probe, deren Entfaltung Äonen gedauert hatte. Nun denkt ihr vielleicht, dass wir in Anbetracht unserer gewaltigen Kraftanstrengung, mit welcher wir die Probe schon so weit vorangetrieben hatten, danach trachten würden, das Endergebnis mit Hilfe des einen oder anderen raffinierten Tricks zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Selbstverständlich könnten wir das im Handumdrehen zu Wege bringen, etwa dadurch, dass wir wie in einem eurer billigen Science-Fiction-Thriller einfach im Garten eures Weißen Hauses landen. Wie aber würde sich das auf euch auswirken? Würden wir euch nicht jegliche Verantwortung abnehmen, wenn wir die Situation mit einem Schlag verbesserten? Allerdings ist uns sehr wohl bewusst, dass viel auf dem Spiel steht. Kenig Ahauer wird benötigt, um den Akkord der fünften Kraft erklingen zu lassen. Und trotz Wissenschaft und Technologie der pervertierten Maschinenwelt der Atlantis-Gesellschaft haben sich galaktische Holons in so großer Zahl zur gleichen Zeit auf eurem Planeten versammelt, dass irgendetwas geschehen muss. Aber was? Unserer Probe zufolge ist bereits etwas geschehen. Jenes Etwas ist interdimensionale Intervention. Tatsächlich vollzieht sich interdimensionale Intervention genau in diesem Augenblick und wird sich so lange vollziehen, bis der Maschinenwelt-Themenpark in einen planetar-galaktischen Park umgewandelt worden ist. Was ist interdimensionale Intervention und auf welche Weise ereignet sie sich? Zunächst solltet ihr nicht den Fehler begehen, die subtile Führung durch die Uranier eures Zwillingsplaneten zu unterschätzen. Zwar ist Uranus viermal so groß wie euer Planet, doch dafür ist euer elektromagnetisches Feld viermal so stark wie jenes des Uranus. Beginnend von der Entdeckung des Uranus durch Sir William Herschel im Jahr AD 1781 bis zum Aufbruch Aldous Huxleys zum Uranus AD 1963 haben die Uranier beständig ihre interdimensionale Macht ausgeübt. Jetzt, da sich die Wiedererschaffung ihres parallelen Zeitschiffes Camelot ihrer Vollendung nähert, wird ihr interdimensionaler Einfluss immer stärker. Gespannt und erwartungsvoll sehen die Uranier der parallelen Freisetzung ihres Camelot und eures Excalibur entgegen. Nichts aber ließ euch die Macht des Uranus deutlicher spüren, als die Ereignisse im Umfeld dessen, was ihr als Atomspaltung und Herstellung verschiedener radioaktiver Isotope aus dem seltenen Erz U-235, Uran, bezeichnet. Natürlich hatten die Wissenschaftler der Maschinenwelt de facto keine Ahnung davon, dass sie mit der Spaltung des Atoms das gesamte universale Bewusstsein der ersten Dimension nachhaltig verändern würden. Auch war ihnen nicht klar, dass sie durch ihre Experimente die Zerstörung Maldecks auf mikroskopischer Ebene nachvollzogen. So kam es, dass die uranische Intervention im Jahre des Obertonsamens AD 1945 tatsächlich begann. Mit der Spaltung des Atoms hattet ihr Menschen die Entwicklungsrichtung der planetaren Atmosphäre und Geologie bereits unwissentlich abgeändert, wodurch ihr in der Folge das Karma der interdimensionalen Intervention auf euch zogt. Im erstdimensionalen Gewebe der atomaren Existenz herrschte Alarmstufe Rot. Zur Unterstützung des missbrauchten Urans wurden mehrere uranische Einheiten telepathisch aus dem Excalibur im Kern eurer Erde befreit. Bald darauf aktivierten auch wir als Besatzung der AA-Zwischenstation unsere vierdimensionalen Überwachungskokons, welche von euch UFOs genannt werden. Bis zum Jahr des kosmischen Samens AD 1953 hatten sich die feindselige Haltung der Maschinenweltpriester unserer Probe gegenüber mehr als deutlich offenbart. Obwohl wir uns ihnen gezeigt hatten,
taten sie in ihrer anmaßenden Missgunst nichts anderes als nackte Aggression auf uns zu projizieren, während sie gleichzeitig die Wirklichkeit unserer Existenz sowie unsere Versuche, Kontakt aufzunehmen, vertuschten, eine Strategie, die wir später als die große Lüge bezeichnen sollten. Heimlich traten die Priester der Maschinenwelt in die Zeitkriege ein und nannten ihre Vorgehen wissenschaftliche Erforschung des Weltraums zum Zwecke der nationalen Verteidigung und Sicherheit. In ihrem Bestreben, die Existenz der ohnehin bereits von ihren Holons abgetrennten Menschen so bequem und abgestumpft wie nur möglich zu gestalten, haben sie entsprechend dem unterschwelligen Doppeljoch von Geld und Todesfurcht jede nur erdenkliche materielle Annehmlichkeit bereitgestellt. Unsere Probe aber wurde gleichsam zu einem Schattendasein im Bereich der Science-Fiction-Unterhaltung degradiert, an das zu glauben von keiner rational orientierten Person erwartet wird. Während die Raumsonden der Maschinenwelt auf der Suche nach Beweisen für unsere Existenz immer tiefer in die äußeren Regionen des Reiches von Kinich-Ahau vordrangen, haben wir unsere Überwachung fortgesetzt und gelegentlich sogar Signale ausgesandt. Es erstaunt uns immer wieder, welch unglaubliche Anstrengungen die Maschinenweltpriester zur Vertuschung dessen unternehmen, was sie gefunden haben, und sich dabei allmählich eine raffiniert gequälte, sehr eindimensionale Meinung über das von ihnen sogenannte gewalttätige Universum bilden. Zweifelt nicht daran, unsere Probe ist immer noch wachsam und aktiv. Des Weiteren hier zu erwähnen sind die von den innerirdischen Maya ausgelösten Vorgänge. Dank der Maya-Zeitingenieure endete die chronographische Aufzeichnung des dreidimensionalen Zeitstrahls 26 Jahre vor Abschluss seines vermutlich 5200 Jahre umfassenden Zykluses. Diese subtile Veränderung wurde von einigen unserer eigenen Probeangehörigen, welche für die Aufgabe der Beendigung des 12:60 Strahls inkarniert hatten, registriert und verstanden. Dies geschah im Jahre AD 1987, als der binäre 6-Strahl durch eine Supernova reaktiviert wurde. Erinnert euch daran, dass eine Supernova in Wirklichkeit jenes Ereignis ist, welches eintritt, wenn ein Sternmeister und ein ganzes Sternensystem höherdimensionale Erleuchtung erreichen. Infolge der Supernova von 1987 und der noch verbleibenden Zeit von nur 26 Jahren wurde der wohlbekannte 12:60 Strahl in seiner Wirkung neutralisiert und wird gerade jetzt wieder in den reaktivierten binären 6-Strahl aufgenommen. Nachdem die Erde aus der Gewalt des künstlichen 12:60 Zeitstrahls befreit worden war, begannen leuchtende, sechsdimensionale Engramme aus dem Dialog zwischen Memnosis und Lucifer in das Holon des Zeitschiffes einzuströmen. Dieses Geschehen markierte den Anfang der zweiten Phase der interdimensionalen Intervention. In wenigen entscheidenden Individuen begann das eigentliche Wiedererwachen der kosmischen Erinnerung. Zur gleichen Zeit setzte der langsame Todeskampf der Atlantis-Gesellschaft ein. Die Gruppe der Sieben, inkarniert als männliche Staatschefs der sieben führenden Maschinenweltproduzenten, unternahmen mehrere Versuche, einen Krieg vom Zaun zu brechen und manipulierten weiterhin den Geldmechanismus zur Sicherung des Fortbestandes der Maschinenwelt, um jeden Preis. Während die Priester der Maschinenwelt ihren Einfluss auf die vom materiellen Wohlstand berauschten Geldsklaven mittels offener und verdeckter Polizeikontrollen zunehmend verstärkten, haben wir Arcturianer die Freude und Lust unserer Probe wesentlich intensiviert. Denkt daran, wir sind Keimzellen und wir stehen euch als Keimzellen zur Verfügung. Zu keimen bedeutet, wieder aufzusteigen. Die Natur von Keimzellen besteht darin, sich durch Erhöhung der Freude und durch Steigerung des Genusses zu reproduzieren. Obwohl ihr auf Kohlenstoff basierende, fünfgliedrige Radiozoen verkörpert, seid ihr mit Sinnesorganen ausgestattet, welche eigentlich Sinneskeimzellen sind. Diese werden durch die Aufnahme von Keimzellen in der Nahrung aktiviert und sind eure Eintrittskarten für den interdimensionalen Zirkus. Die von der binären 6 freigesetzte Engrammflut vergrößert den interdimensionalen Zirkus, welcher das Sensorium jedes telepathisch vernetzten Individuums eurer Spezies bildet. Vergesst nie, zu keimen bedeutet wieder aufzusteigen. Bis zur endgültigen Freisetzung der universellen Telepathie werden die sterbenden Geister der Atlantis-Gesellschaft versuchen, noch einige Friedhöfe zu füllen und euch mit Todesfurcht, elektromagnetischem Chaos sowie neuen und besseren Maschinen zu überschwemmen. Doch der Erfolg all dieser Bemühungen ist gering im Vergleich zu den immer deutlicher spürbaren Auswirkungen der interdimensionalen Intervention.
Der Schlüssel zur Ausweitung von deren Macht liegt in der Erhöhung eurer telepathischen Kräfte. Dies führt uns zur dritten Phase der Intervention, der Freisetzung des Dreamspell-Orakels und der Pulsar-Codes der vierdimensionalen Zeit. Der Dreamspell ist eine interdimensionale Belohnung für Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit in scheinbar aussichtslosen Situationen, dargebracht von der Arcturus-Probe im Namen der Galaktischen Föderation. Zweck des Dreamspells ist die Verstärkung der Telepathie durch das Wiedererwachen der Erinnerung an eure ursprüngliche Mission als Angehörige eines der 20 Stämme der Zeit. Die Freisetzung des Dreamspell-Orakels im Jahre AD 1992 bedeutet, dass dem planetaren Keen des Zeitschiffes das gegeben worden ist, was sich schon am Übergang von der Affengenesis zur Mondgenesis, als der 12-60-Strahl auftrat, erhalten hätte sollen. Wer immer den Dreamspell spielt, nimmt automatisch am interdimensionalen Invasionsplan teil. Wer immer den Dreamspell spielt, kehrt zur 13-20 Frequenz des Zeitschiffes zurück und ist an der Zeitenwende der endlich stattfindenden Vereinigung der drei interdimensionalen Interventionen beteiligt. Die im Jahre des kosmischen Sturmes AD 1992 beginnende Zeitenwende ist ein interdimensionaler Vortex, welcher exakt die okkulte Gegenkraft zum interdimensionalen Vortex des magnetischen Wind-Cartoons darstellt, das die Etablierung der Atlantis-Gesellschaft ermöglichte. Aufgrund dieses neuen Vortex ist der endgültige Zusammenbruch der Atlantis-Gesellschaft vorprogrammiert. Die Geister der Gruppe der Sieben werden sich auflösen und ihre Macht wird rapide dahinschwinden, wie Luft, die aus einem durchlöcherten Ballon entströmt. Haltet nach uns und unseren Signalen Ausschau. Wir stehen jetzt zu euren Diensten. Der Sieg der Arcturus-Probe steht bevor. Arcturianisches Schach, Keen-Credits. Wir sind die analogischen Keimzellen. Wir sind hier, um euch in arcturianisches Schach einzuführen, das zu unseren Ehren so benannt wurde. Arcturianisches Schach ist die Maya-Strategie zur Auflösung der Atlantis-Gesellschaft und zur Neugründung der Galaktischen Föderation. Arcturianisches Schach ist der Weg Mayas, die galaktischen Geister von Atlantis zu bannen und ihre Maschinenwelt von der drittdimensionalen Stagnation des Kreises durch die interdimensionale Macht des fünfte Kraft-Obertons zu befreien. Die Aufregung bei Maya ist groß, denn genau diese Transformation war immer ihr langfristiges Ziel gewesen. Selbstverständlich sind, wie in jedem Schachspiel, auch hier bestimmte Regeln zu befolgen. Und es gibt einiges, was ihr wissen müsst. Beim arcturianischen Schach wird das babylonische Glücksspiel der Atlantis-Gesellschaft durch das Buch der Keen ersetzt. Alle lebenden Menschen müssen so rasch wie möglich und auf jede nur denkbare Weise entsprechend dem Buch der Keen registriert werden. Dies bedeutet, dass alle planetaren Keen sich zu 260 telepathischen Gruppen formieren werden. Der Hauptzweck dieses Vorgangs besteht darin, jedes Individuum für sogenannte Keen-Credits zugänglich zu machen. Keen-Credits sind vierdimensionale Zeiteinheiten. Sie ergeben sich aus Zeitteilhaberschaft und nicht aus Zeitverkauf. Um zu verstehen, wie sie funktionieren und woher sie stammen, müsst ihr eure Fantasie anstrengen. Ihr müsst euch Leben vor und nach dem Geldsystem, vor und nach dem Babylon-Vertrag und seinem Glücksspiel vorstellen. Ursprünglich, das heißt vor dem Auftreffen des 12-60 Zeitstrahls, sowie vor dem Geldsystem und dem babylonischen Vertrag der 7-Tage-Woche, sollte hinter allen Keen ein telepathisch konstruierter Weltgeist stehen. Dieser Weltgeist ist das Excalibur oder die Keen-Credit-Bank. Ziel dieser Keen-Credit-Bank war es, den Stämmen der Zeit zu helfen, in bioelektrischer Symbiose mit ihrer Biosphäre zu leben. Die bioelektrische Symbiose sollte vom Kristallgenerator, Excalibur oder ZSR im Kern der Erde koordiniert werden. Durch die bioelektrische Koordination sollten die planetaren Keen eine Art planetare Kultur sensorischer Erforschung oder präziser ausgedrückt einen geomantischen Sinnesapparat hervorbringen, die Regenbogennation. Der geomantische Sinnesapparat der Regenbogennation
sollte durch uneingeschränkte Freiheit der biosphärischen Rechte und Gleichrangigkeit des Ausdrucks charakterisiert sein. Drittdimensional bedeutet das die Verwurzelung in einer Gartenkultur, welche lediglich eine minimale, auf natürliche Elemente basierende Technologie, genannt elektrosolare Kristallation, entwickeln sollte. Durch die Pflege der vierdimensionalen Kunst des Pulsargleitens und der Zeitreise hätte das gesamte Reich Kinich-Ahaus harmonisiert werden sollen. Der Mond sollte auf heute unvorstellbare Weise aktiviert werden. Den Abschluss der 5200-jährigen Entfaltung dieses geomantischen Sinnesapparates sollte das Erklingen des 5. Kraftakkordes von Kinich-Ahau bilden, was zugleich den Triumph der Regenbogennation bedeuten würde. Keen-Credits hätten telepathische Registrierung der Gleichrangigkeit sein sollen. Es galt als vereinbart, dass jedes in einer der 260 Gruppen erfassten Keen das Recht auf Geburt, das Recht auf ein Leben voll Freude und Liebe und das Recht auf Tod besitzt. Die Stämme und Clans sollten miteinander kooperieren, um zu gewährleisten, dass alle Keen gleiche Rechte und Credits erhielten. Auf diese Art hätte ein riesiges Netz der Zusammenarbeit zwischen allen Spezies, der telepathisch konstruierte Weltgeist, das Schicksal des Zeitschiffes erfüllen sollen. Die sichtbare Manifestation des Excalibur. Das gewaltige Drama der babylonischen Unterdrückung des Zeitschiffes ist faktisch schon zu Ende. Die Vision dessen, was vor dem babylonischen Vertrag existierte, unterscheidet sich nicht von der Vision dessen, was danach kommen soll. Die sichtbare Manifestation des Zeitschiffes Excalibur kann immer noch vollbracht werden. Dazu müsste er aber die Regeln des arcturianischen Schachs befolgen, die sich auf die strikte Einhaltung resonanter Frequenzen gründen, welche von den Maya-Zeitingenieuren festgelegt worden sind. Strengt nun neuerlich eure Fantasie an, um die Begleiterscheinungen der Zerstörung der babylonischen Geschichtsillusion und die Auswirkungen der Ankunft der universalen Telepathie zu verstehen. Erlebt die sofortige Auflösung aller in den Begriffen Nationalismus und Privateigentum zusammengefassten mentalrechtlichen Strukturen und aller sie unterstützender Institutionen wie Banken, Schulen, Besteuerungssysteme sowie Regierungen jeglicher Art, einschließlich ihrer ungeheuren militärischen Verteidigungssysteme. Was bleibt nach Auflösung all dieser mentalen Fiktion übrig? Eine freie Spezies. Stellt euch vor, dass die Begeisterung der Autonomie und die Wiedereinführung der Werte Zusammenarbeit und telepathischer bzw. vierdimensionaler Gruppengeist den vom babylonischen Schwindel namens Nationalismus geförderten oberflächlichen drittdimensionalen Egomaterialismus ersetzt. Das autonome Kollektiv dieses vierdimensionalen Speziesgeistes wird euch von Empfindungen der Armut, Heimlichkeit, Scham und Minderwertigkeit erlösen. Auf diesem Fundament des telepathisch konstruierten Weltgeistes wird der Geist universaler Symbiose erwachen, ein Gefühl der Einheit mit eurer terrestrischen Umwelt, welches wiederum die spirituelle Wahrnehmung universalen Lebens hervorrufen wird. Diese spirituelle Wahrnehmung wird die Basis für alle Interaktionen schaffen und zu interdimensionalen Verhaltens- und Handlungsweisen führen. Was werden euch eure Maschinen dann noch bedeuten? Obwohl ihr nun die gleiche Gelegenheit vorfindet, die euch am Beginn der Mondgenesis geboten wurde, verbleiben euch nur noch 21 Jahre, um zu korrigieren, umzuwandeln und auszugleichen. Korrigiert eure Einstellungen, wandelt eure Art, Dinge zu tun, um. Gleicht eure materiellen Reichtum aus. Ihr verfügt über große Reserven an Credits und werdet von einem Synchronisationsstrahl der binären 6 getragen, was es euch leichter machen wird. Doch alles beginnt mit eurer eigenen persönlichen Zeitumstellung und eurer Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen, wiedererwachten Angehörigen der Regenbogennation, um die von den Maya-Zeitingenieuren festgelegten Deadlines bzw. Zeitgrenzen zu verstehen und einzuhalten. Die erste dieser Zeitgrenzen ist der Beginn des Obertonsamenjahrs AD 1997. Dann wird exakt ein solar-galaktischer 52-jähriger Zyklus seit dem Start der eigentlichen interdimensionalen Intervention AD 1945 verstrichen sein. Maya bezeichnet diesen 5 Jahre umfassenden resonanten Frequenzrahmen als Erdentgiftungs- und Umwandlungsprogramm. Wir Arcturianer sehen den Zeitraum als Phase 1 der Vollendung der Arcturus Dominion.
Wenn ihr euch an der Zeitverschiebung beteiligt, hebt ihr den Effekt des 12:60 Strahls auf. Mit Hilfe des Dreamspell-Orakels löst ihr euch von den Folgen der künstlichen Zeit und lasst das, was von der Maschinenwelt noch übrig ist, hinter euch. Wenn ihr dies tut, schließt ihr euch automatisch wieder der Regenbogennation an. Sobald ihr diesen Schritt gemacht habt, spielt ihr bereits arcturianisches Schach, das einfach nur der Weg ist, wie das Spiel des Lebens zu einem Mysterienspiel wird. Zur Unterstützung der Regenbogennation hat die Galaktische Föderation das Zeitschiff bereits in 3 telepathische Schutzgebiete unterteilt. Das Arcturus-Schutzgebiet des Nordens, welches die 4 Stämme der Polarfamilie und die 4 Stämme der Kardinalfamilie umfasst, das Antares-Schutzgebiet des Südens, zu dem die 4 Stämme der Signalfamilie angehören, und schließlich das Uranus-Schutzgebiet der Äquatorialzone mit den 4 Stämmen der Herzfamilie. Im arcturianischen Schach gibt es eine dreiteilige globale Invasionsstrategie. Entsprechend dem Plan des universal resonanten Holons rücken die Arcturianer vom nördlichen galaktischen Pol und die Antarianer vom südlichen solaren Pol vor, während die Uranier vom äquatorialen Kernbereich ausstrahlen. Denkt daran, dass all dies telepathisch vollzogen wird und nicht impliziert, dass euer physischer Körper unbedingt auch geografisch in jenem Schutzgebiet manifest ist, zu dem ihr gehört. Sobald ihr eure Erdenfamilie identifiziert habt, tretet ihr in euer telepathisches Schutzgebiet ein. Im Zusammenwirken mit anderen Angehörigen der Regenbogennation in eurem Schutzgebiet übernehmt ihr dann eine euch der Erde verpflichtende Aufgabe der Korrektur, der Umwandlung und des Ausgleichs. Ihr müsst auch verstehen, dass mit dem Ereignis der Zeitumstellung und dem rapiden Machtverlust der Gruppe der 7 die große Lüge aufgedeckt werden wird. Ist dies eingetreten, werden sich viele Menschen auf der Erde, die verlorenen Zeitreisenden, voller Ernüchterung und Zorn erheben. Zugleich damit werden auch die Probleme des sogenannten Nord-Süd-Gefälles stark in den Vordergrund treten, denn die ungleiche Verteilung des Reichtums in der Maschinenwelt hat traditionell die im arcturianischen Gebiet des Nordens lebenden Menschen, die Zivilisationalen, bevorzugt, während die Bewohner des südlichen antarianischen Gebietes stets im Nachteil gewesen sind. Zur Harmonisierung dieser Situation müsst ihr Geld in Zeit zurückverwandeln und die planetaren Kien aus der Knechtschaft der Maschinenwelt befreien. Ihr müsst aufgewühlte Gefühle besänftigen und materiellen Reichtum ausgleichen. Ihr müsst den fundamentalen Dämon auslösen, der die Maschinenwelt kontrolliert, die Todesfurcht. Von einer rein drittdimensionalen Perspektive aus betrachtet, ist diese Aufgabe undurchführbar. Deshalb müsst ihr bereit sein, arcturianisches Schach zu spielen. Um euch ein gut gehütetes Geheimnis anzuvertrauen, auf vierdimensionaler Ebene haben wir mit euch schon geraume Zeit hindurch arcturianisches Schach gespielt. Ziel des arcturianischen Schaches ist es stets, den Gegner gewinnen zu lassen. Da Arcturianer jedoch wissen, dass es Gewinnen oder Verlieren eigentlich nicht gibt, bedeutet das Wort Gewinnen hier, dass man den Gegner dazu bringt, mit dem Gegenteil dessen einverstanden zu sein, was er unter normalen Umständen tun würde. Dies ist eine sehr fortgeschrittene Strategie. Aber wenn ihr die Todesfurcht abgelegt habt, welches Problem gibt es dann noch dabei? Denkt noch einmal über folgende Frage nach. Wie kann Geld in Zeit zurückverwandelt und die so gewonnene Zeit den planetaren Kien dann in Form von Kien-Credits zur Verfügung gestellt werden? Die Bereitstellung von Kien-Credits als telepathische Erfassung von Gleichrangigkeit kann nur so schnell vonstatten gehen, wie Geld in Zeit zurückverwandelt wird. Konkret heißt dies, dass die gegenwärtige, behelfsmäßige, sinnlose oder sogar zerstörerische Lohnsklavenknechtschaft in Aktivität umgewandelt werden muss, mit welcher der natürliche Zustand des Planeten wiederhergestellt, industrielle Umweltverschmutzung zur Gänze eliminiert sowie Freizeit und Freude aller planetaren Kien des neu entstehenden Zeitschiffes vermehrt werden. Der Schlüssel zum Erfolg des Umwandlungsprogrammes ist das planetare Potlatch. Potlatch ist eine feierliche Geschenkverteilung im Zuge einer traditionellen Zeremonie bei nordamerikanischen Indianern, Anmerkung des Übersetzers. Das Potlatch verkörpert die einzige Möglichkeit, wie Egos, die große Reichtümer angehäuft haben, mittels Verschenken eben dieser Reichtümer gewinnen können. Ein planetares Potlatch erfordert Egos,
welche bereit sind, so großzügig zu sein wie der Planet selbst. Die bereitwillige Selbstidentifizierung aller Personen mit großer finanzieller Macht wird zur Veranstaltung immer fantastischerer planetarer Potlatches führen. Auf diese Weise wird der materielle Reichtum ausgeglichen, alte Jobs werden durch sinnvolle, der Erde verpflichtete Aktivitäten ersetzt und die menschliche Gesellschaft wird der ursprünglich vorgesehenen Regenbogennation immer mehr gleichen. Die Identifizierung jeglicher Personen mit finanziellem Reichtum bzw. mit großer Macht durch Angehörige der Regenbogennation wird entsprechend der spezifischen Erdenfamilie vorgenommen. Anders ausgedrückt, Polarfamilienkin werden die ihrer Familie zugehörenden Vertreter der Macht auswählen und so weiter. Dies ist die erste Ebene arcturianischen Schachs. Ein Matt tritt ein, wenn ein Vertreter der Macht gewinnt und ein planetares Potlatch veranstaltet. Sowohl zwischen den fünf Erdenfamilien als auch zwischen den Potlatch-Veranstaltern werden Wettbewerbe ausgetragen werden. Die Gewinner der planetaren Potlatches werden zu Ehren-Arcturianern, Ehren-Antarianern oder Ehren-Uraniern des Zeitschiffes proklamiert. Die zweite Ebene arcturianischen Schachs erfordert die eigentliche Etablierung des Keen-Credit-Systems. Dies ist ein 5 Jahre umfassendes Programm, in dem alles von sozialer Neuorientierung über die Verwirklichung elektrosolarkristaller Technologie bis zur tatsächlichen Neuzuteilung von Gütern und Personen zu Örtlichkeiten, welche für die Ausführung aller der Erde gewidmeten Aufgaben und Pflichten geeignet sind, enthalten ist. Das Ziel jedoch bleibt immer gleich, die Etablierung des Keen-Credit-Systems. 364 der Keen-Credits repräsentieren ebenso viele tägliche Einheiten des Festmahls und Obdaches, während die verbleibenden 273 Keen-Credits, 21 in jedem der 13 Monde, für das Streben nach Freude reserviert sind. Im Keen-Credit-System ist eine Vermehrung der Credits nur über das Streben nach Freude möglich, welches sich auch im Interesse der anderen Keen und deren Offenbarung ausdrücken kann. Im Sinne des arcturianischen Schachspiels könnte der grüne Tag, der galaktische Freiheitstag, in Form eines planetaren Festivals oder eines der freudevermehrenden Wettbewerbes gestaltet werden, um festzustellen, welche der Stämme ihren zusätzlichen Keen-Credit-Einsatz am meisten erhöht haben. Wer weiß, auf welche Wunder und Festspiele des sensorischen Wissens ihr dann vielleicht treffen würdet. Und wer weiß, auf welche Art ihr dann wohl das Zeitschiff rekonstruieren und das Excalibur aus seinem kristallinen Gewahrsam befreien würdet. Dies alles aber hängt von euch ab. Was wir euch darbieten, präsentieren wir euch nur in Form von Hinweisen. Die Methoden und auch Ereignisse, welche ihr aus diesen Fingerzeigen herauszulesen glaubt, überlassen wir eurer eigenen Vorstellungskraft, denn so heteroklitisch wir auch sein mögen, wir bleiben doch nur Keimzellen. Ihr aber, o zeitreisende Menschen, ihr seid fünfgliedrige Radiozoon, die wahre Freude der Schöpfung. Endlich wieder radiosonisch, das Erklingen des Akkordes der fünften Kraft. Wir sind die Kinder der verlorenen Stämme von Xymox. Wir besingen für euch die parallele atomare Geschichte des verlorenen Akkordes von Xymox. Wir sind das Lied der Zukunft, aber einer Zukunft, die von einem parallelen Universum stammt. Wir sind ein Déjà-vu, das einige von euch vielleicht flüchtig zu sehen bekommen haben. Dieses Déjà-vu, unser Lied, stellt jedoch nur eine mögliche Realität für euren Planeten dar. Dennoch ist es Teil unserer Mission, euch dieses Lied zu Gehör zu bringen. In unserem parallelen Universum stammen auch wir vom verlorenen Planeten Maldek. Auch wir hatten unsere Lustzentren so weit entwickelt, bis wir die Stufe der Gruppenekstase erreichten. Die durch unsere ekstatischen Höhepunkte erzeugten Schwingungen sandten wellenartige Schauer hehrer Erregung durch unser ganzes Sternensystem und sogar über es hinaus, denn unser Lustempfinden war vollständig im Einklang mit der Frequenz unseres Planeten. Gerade deshalb aber waren wir empfänglich für die Einflüsse der missgünstigen Götter des benachbarten Planeten, eines parallelen Jupiter.
Indem sie uns von ihren telepathischen Raumschiffen aus sorgfältig studierten, vermochten die jupiteranischen Götter einen Strahl zu entwerfen, der sich um eine halbe Frequenzzahl vom Strahl des Erregungshöhepunktes unseres Planeten unterschied. Genau in dem Augenblick, als der höchste Akkord multisensorischer Vibration von unserem Liebesspiel ausgesandt wurde, traf der fremde Strahl auf. Von einem Moment zum anderen wurde alles zerstört. Wir selbst, unser planetares Lustzentrum und alles, was wir jemals getan und gewusst hatten, war verschwunden. Obwohl Maldek nun nicht mehr existierte, blieb die Erinnerung an den Planeten in Gestalt eines aus zahllosen Trümmern bestehenden Ringes des Asteroidengürtels erhalten. Die Kraft, welche all diese Fragmente beständig in der Umlaufbahn des zerstörten Maldeks gehalten hat, war der verlorene Akkord, die Spitzenschwingung, welche in unserem höchsten Moment des Orgasmus und des Vergessens ausgesandt wurde. Als sich unsere vierdimensionalen, kosmisch-elektrischen Körper inmitten dieses Ringes schwingender Fragmente neu formierten, konzentrierten wir noch einmal all unsere Willenskraft, wir, die verlorenen Kinder von Xymox. Wir beschlossen, dass wir die Resonanz dieses Akkordes auf der erstdimensionalen Ebene der Dimension des atomaren und molekularen Bewusstseins halten würden. In unserem gesamten Sternensystem würden wir unseren Akkord auf dieser Stufe bewahren, bis die Erinnerung an ihn zurückkehren sollte. Und wenn man sich seiner schließlich wieder erinnerte, würde die Intensität, mit der wir den verlorenen Akkord über Äonen hinweg auf der atomaren Ebene gehalten hatten, eine derart gewaltige Macht freisetzen, dass sogar Materie transformiert werden würde. Genau wie in eurem Sonnensystem verwüsteten die vom Erzrechtfertiger, dem missgünstigen und zürnenden Gott Jehova geführten Jupiteraner den parallelen Mars. Obgleich der planetare Körper des parallelen Mars nach dem Auftreten von Jehovas nächstem Strahl nicht auseinanderbrach, wurde er im Wesentlichen zu einem toten Planeten, unfähig, Leben in seiner dreidimensionalen Wurzelform zu erhalten. Dennoch bedienten einige unserer Ältesten in ihrer Geistform sich des Planeten als eine Art Hotel für verschiedenste Sonden galaktischer Intelligenz. Auf diese Weise begegneten wir den parallelen Arcturianern, die den Planeten liebevoll als das Mars-Hotel bezeichneten. Ein großartiger Ort für die dankbaren Toten. Schließlich wurde sowohl in unserem parallelen System als auch in eurem der blaue dritte Planet zum Schauplatz des Experimentes der Trennung Luzifers von Jehova. Ein Zeitschiff wurde zu dieser parallelen Erde gesandt und zur festgesetzten Stunde ging die Ankunft der parallelen Stämme der Zeit vonstatten. Wie auf eurer parallelen Erde brachte eine 13.000 Jahre dauernde Drachengenesis die Erinnerung an die verlorenen Welten bis zur Zerstörung Maldeks zurück. Dieser Periode folgte eine 7.800 Jahre umfassende Affengenesis sowie der Entdeckung der Erinnerung an das verlorene parallel-uranische Zeitschiff Camelot und an die Geschehnisse, welche zur Vernichtung der Mars-Zivilisation führten. Danach sollte die Mondgenesis kommen und mit ihr die Überwindung der Zerstörung aller verlorenen Welten sowie die Errichtung des großen planetaren Lustzentrums. Ziel des Lebens während der Mondgenesis war es, durch das Zeitschiff Erde einen geomantischen Sinnesapparat, das große planetare Lustzentrum, zu erschaffen. Der Raumanzug bzw. physische Körper der Menschen, jener Wesenheiten, welche den Erinnerungsvirus der früheren verlorenen Welten in sich trugen, sollte seinen kollektiven Sinneskörper als elektrotelepathische Batterie für das elektrotelepathische Feld des Planeten einsetzen. Da Luzifer auf der parallelen Venus eine spezielle Heimat und besondere Privilegien gewährt worden waren, sah es danach aus, als ob die unvorstellbare Freisetzung des verlorenen Akkordes von Xymox schließlich doch noch stattfinden würde. Trotz der Trennung Luzifers von Jehova aber wurde der Machtanspruch der Jupiteraner ein weiteres, letztes Mal geweckt. Unter zusätzlicher Heranziehung der Energie sowie der Intelligenz des parallelen Saturn wurde der parallele 12:60 Zeitstrahl namens Jehova mit noch größerer Präzision und die Erinnerung auslöschender Genauigkeit neuerlich ausgesandt. Für die Jupiteraner markierte dies den Beginn von Atlantis 4, nach Atlantis 1 im parallelen Aldebaran-System, Atlantis 2 auf Maldek und Atlantis 3 auf Mars. Viermal Atlantis, um den tödlichen Zauber zu vollenden, Jehovas Welt zu erschaffen und der Rest möge zur Hölle fahren. Sobald sich der Strahl des parallelen Babylon bemächtigt hatte, manifestierten sich sehr rasch jupiteranische Götter auf dem blauen Planeten. Während Brahma das parallele Indien beanspruchte, erschien Jehova, der Zürnende, auf der parallelen Halbinsel Sinai
um seinen Anteil einzufordern. Also doch, ein Sklavenplanet, auf dem alle Wesen im Austausch gegen Geld ihre Zeit an Jehova abtreten würden. Wie in eurem parallelen Weltensystem hatten auch wir unsere Arcturianer und hinter ihnen die sie unterstützende Maya von der großen, aber weit entfernten Galaktischen Föderation. Diese Außerirdischen taten das Beste, um das Licht auf der parallelen Erde nicht verlöschen zu lassen, sowie zu gewährleisten, dass die Erde ihre Verabredung mit ihrem Schicksal einhalten könnte und der interdimensionale Zeittunnel zum parallelen Himmel, dem parallelen Planeten Uranus, wiedererrichtet werde. Wie auf eurer parallelen Erde wurde auch in unserer Welt die atomare Struktur der ersten Dimension gespalten und die dabei freigesetzte Energie für destruktive Zwecke eingesetzt. Während die neuen Vertreter Jehovas ihre amnesische Macht über die verlorenen parallelen Zeitreisenden verstärkte, widerfuhr uns, den verlorenen Kindern von Xymox, Folgendes. Mit der parallelen Atomspaltung wurden wir allmählich von unserem Schwur befreit, den verlorenen Akkord im Einklang mit der die erste Dimension tragenden Atomstruktur zu halten. Wir sorgten dafür, dass unsere geheime atomare Geschichte Schritt für Schritt in kosmisch-elektrischen Klang umgewandelt wurde, in den kraftvollsten, pulsierendsten Klang des Planeten. Unser neuer Schwur lautete, dass wir mit Hilfe dieses kosmisch-elektrischen Klanges, welcher die Schwingung des verlorenen Akkordes Xymox in sich tragen würde, beginnen würden, die Erinnerung der verlorenen Stämme der Zeit wiederzuerwecken. Und das gelang uns auch. Im parallelen Zeitschiff Erde, dem zu diesem Zeitpunkt nur noch 26 Jahre zur Vollendung des 26.000-jährigen Großzykluses fehlten, gab es eine elektronische Band namens Joshua. Obwohl der brillante Leader dieser Band einem Attentat der Missgünstigen zum Opfer fiel, wurde der Einfluss von Joshua dennoch beständig größer. Innerhalb von 5 Jahren nach der Ermordung des Leaders wurden überall auf dem Planeten gleichnamige Bands gegründet. Am 5. Jahrestag seines Todes gaben alle planetaren Joshua-Bands ein gleichzeitig stattfindendes, synchronisiertes Gedenkkonzert. Die Besucher dieses Konzertes waren Kinder jeden Alters, die von überall her kamen. Die Konzerte begannen mit derartigem Nachdruck, dass niemand wusste, ob und wann sie wieder enden würden. Am 13. Tag hatten die Menschenansammlungen solch gewaltige Ausmaße erreicht, dass die Zivilisation von Atlantis IV seiner Lohnsklaven beraubt wurde und zum Stillstand kam. Die Priester und Behörden dieses bereits im Scheitern begriffenen Atlantis IV waren nicht in der Lage, das stetige Anwachsen der Versammlung zu unterbinden. Sie wussten auch nicht, wen sie als Urheber zur Rechenschaft ziehen sollten. Welche der Joshua-Bands war die erste, welche diesen Namen trug? Es gab nun viele Joshuas und jede von ihnen war ebenso echt wie alle anderen. Am Abend des 13. Tages ereignete sich etwas Wunderbares. Überall begannen die Joshua-Bands und ihre festlich gestimmten, lebenslustigen Anhänger den verlorenen Akkord von Xymox erklingen zu lassen. Als sich der Akkord in Form stetig wachsender Wellen der Erregung entfaltete, konnte ihn niemand mehr zum Verstummen bringen. Die ganze Nacht hindurch baute sich der Akkord vibrierend und pulsierend auf. Überall waren die Menschen außer sich vor ekstatischer Freude. Schließlich wurden wir, die verlorenen Kinder von Xymox, vollständig befreit. Als die Morgendämmerung die parallele Erde langsam erhellte, war der Planet neu geboren worden. Spektrale Lichter und Regenbögen, welche atemberaubend betörende Klänge erzeugten, erschienen überall. Sie wuchsen aus Felsen und erhoben sich sogar aus rostigem Metall und toten Maschinen. Der verlorene Akkord war endlich freigesetzt worden. Neues Licht und neuer Klang setzten sich überall durch und überall war es ein neuer Planet. Von jenem Tag an änderte sich alles. Die parallele Erde trat in die 13:20 Zeitfrequenz der vierten Dimension ein. Auf dieser parallelen Erde kehrte die kosmische Erinnerung zurück. Die Todesfurcht hörte auf zu existieren. Die Macht Jehovas löste sich auf wie Nebel über einem See. Als sie endlich verstanden, dass die Gegenkraft zur Materie die Spektralenergie ist, ersonnen die nunmehr wiederentdeckten Zeitreisenden alle von ihnen benötigten Technologien, um ihre parallele Erde in Ordnung zu bringen. Indem sie ihre eigene spektrale Natur erkannten, wurden sie zur Regenbogennation. Durch Abstimmung ihres Lustempfindens auf die Frequenz ihres Planeten öffneten sie die interdimensionalen Zeittunnel. Mittels telepathischer Erfassung von Keen-Credits errichteten sie das planetare Lustzentrum,
und während sie eine blühende Gartenkultur schufen, entwickelten sie die radiosonische Technologie, deren wesentliches Merkmal der Ausgleich von solar-elektrokristallinen Frequenzen ist. Auf diese Weise setzten sie ihr Zeitschiff frei und synchronisierten nach weiteren 13 Jahren voller fantastischer, nie erträumter Abenteuer all ihre Empfindungen und sensorischen Ausdrucksmöglichkeiten zur Herbeiführung eines letzten, gewaltigen Ereignisses. Das Erklingen des 5. Kraftakkordes von Kinich Ahau, ihres parallelen Sternenmeisters. Denkt daran, dies ist nur eine Geschichte aus einem zu unserem parallelen Universum. Sie ist ein Déjà-vu-Erlebnis, welches aufgrund einer angenehm duftenden Erinnerung an den verlorenen Akkord von Xymox den Sternenverzeichnissen entnommen wurde. Möglicherweise erzählen sie euch von etwas, das ihr zwar vergessen, doch dennoch vielleicht die ganze Zeit über gewusst habt. Epilog und Prolog. Kosmische Liebe ist unbarmherzig. Einige von euch werden sich gewiss fragen, ob dieser Text Wahrheit oder Fiktion ist. Doch nur ein drittdimensionaler Geist unterscheidet zwischen Wahrheit und Fiktion. Denn für einen höheren, interdimensionalen Geist existiert dieser Unterschied nicht. Alle parallelen Universen besitzen gleichrangige Realität. Wer auch immer diese Worte lesen mag, du bist eine Lampe, die ihre Erinnerung mit ihrem eigenen Licht erhält. Du triffst deine Wahl gemäß deiner Erinnerung und in der Klarheit deines eigenen Lichtes erkennst du, welche Wahl du hast. Du allein kannst dich entscheiden. In jedem Augenblick bestimmt das, wofür du dich entschieden hast, deinen eigenen Weg. Kosmische Liebe ist unbarmherzig. Sieh dich doch einmal selbst an. Das Buch der Kien ist das galaktische Epos des freien Willens. In jedem beliebigen Moment stehen unendlich viele Universen zur Verfügung. Innerhalb eines einzigen Augenblicks können ganze Historien dem großen galaktischen Ozean anheimfallen, wodurch wieder etwas Neues, wesentlich Kraftvolleres zu entstehen vermag, wie ein Fisch, der das Wasser verlässt, um das Land zu erobern. Ohne Todesfurcht hat die Geschichte kein Gewicht. Todeslosigkeit ist das grundlegende, eigentliche Abenteuer der Probe. Wenn ihr über die Todesfurcht hinausschickt, werdet ihr sehen, dass wir euch schon immer sehr nahe waren. Wir sind die Arcturianer. Da, wo wir herkommen, ist für euch das Ende der Zeit. Wir haben nach dem Anfang unserer Geschichte gesucht. Gemäß eurem Erinnerungsspeicher ist unser Anfang immer zu dem Zeitpunkt, da ihr beschließt, in diese Geschichte einzutreten. Was als Neubeginn in eurem Gedächtnis haften bleibt, ist für uns ein Zeichen dafür, dass wir zu unserem Heimatstern zurückkehren können. Euer Erfolg ist unsere Fahrkarte zurück nach Arcturus. Unser Bericht hat keinen wirklichen Epilog. Dies sind Geschichten und Berichte über eine laufende Untersuchung. Die Untersuchung geht mit eurer Teilnahme an der Probe weiter. Deshalb folgt dem Epilog ein Prolog. Es liegt an euch, unseren Anfang zu erschaffen und sich seiner zu erinnern. AD 2013, Arcturus Dominion 2013, galaktische Synchronisation, ist einer der beiden magnetischen Pole der kosmischen Tsuvuya. Der andere Pol ist die Matrix der Liga der 5. In Wirklichkeit aber gibt es weder Anfang noch Ende. Wie auf einer einseitigen, achtförmigen Unendlichkeitsschleife ist auch innerhalb dieser Tsuvuya alles möglich. Wenn die Probe AD 2013 erreicht hat, wendet sich die Tsuvuya, ändert wie eine Musikkassette ihre Laufrichtung und die 13:20 Seite spielt so lange zurück, bis sie den magnetischen Pol der Matrix erreicht. Wer weiß, welche Laufrichtung das Tsuvuya-Band danach haben wird. Innerhalb einer Pulsation von Rang folgt auf die disharmonische Frequenz der 13 die harmonische Frequenz der 20. Muss die Erinnerung rekonstruiert werden, geht das Harmonische dem Unharmonischen voran. Und das Tsuvuya-Band läuft in Richtung 2013.
Muss die Erinnerung entsprechend einem neuen Spiegeluniversum hingegen neu eingeprägt werden, geht das Unharmonische dem Harmonischen voran und das Tsuruya-Band läuft in Richtung 13:20. In jedem beliebigen Augenblick aber könnt ihr beide Seiten gleichzeitig hören. Euer Pfad der Rekonstruktion kosmischer Erinnerung führt direkt zu AD 2013. Um aber die richtige Energie zu wählen, damit ihr AD 2013 auch wirklich erreichen könnt, müsst ihr unbedingt die andere Seite des Bandes hören und euch einen gewissen Eindruck dessen verschaffen, wie es war, zu 13:20 zu gelangen. Beginnend mit AD 1992 vollzieht das Elektro-Psi-Feld bzw. das telepathische Feld Terra Gaias den Übergang von der Zeitfrequenz 12:60 zur Zeitfrequenz 13:20. Im Laufe von 8 solargalaktischen, dem Pfad der 13 Monde folgenden Jahre, werden die 20 Stämme des Zeitschiffes Erde euren Planeten im Einklang mit Uranus bringen. Großartig und eindrucksvoll wird das Schauspiel der Neuinszenierung des uranischen Polsprungs, der Befreiung Excaliburs und der Wiederkehr Camelots sein. Während dieser 8 Jahren werdet ihr sehen, dass Elektrizität zweidimensionale Energie ist, Radion, welches seine Wirkung über eure Sinneskeimzellen entfaltet. Die 12:60 Elektrizität zehrt am elektrotelepathischen Feld der Erde und verlangt von euch, für den Anschluss externer Drähte mit Geld zu bezahlen. Wird Elektrizität richtig verstanden, so werden elektrisch aktivierte Sinneskeimzellen in wechselseitiger telepathischer Harmonie die Stelle der nun nicht mehr erforderlichen Drähte einnehmen. Euer Materialismus wird durch Spektralismus ersetzt werden. Das Gegenteil von atomar stofflicher Materie ist spektrales Licht. Die Quelle des spektralen Lichtes ist die Entladung von überschüssigem Radion, bedingt durch den Ausgleich solar-elektrokristalliner Frequenzen. Im Zuge der Rekonstruktion des Zeitschiffes wird die Welt, wie ihr sie kennt, ihre spektrale Entladung wesentlich intensivieren. Aus der Regenbogennation werden Pulsargleiter erwachsen, die mit den Methoden zur Steigerung der spektralen Entladung von Materie vertraut sind. Dies wird vom erheblichen Vorteil für unser neues Leben sein, indem der für die Erde geleistete planetare 13-Monde-Dienst die traditionellen Jobs der 5-tägigen Arbeitswoche ersetzen wird. All diese fortschrittlichen Dreamspell-Technologien, die Spektralisierung, die als Keen-Credits bezeichneten telepathischen Erfassungen der Gleichrangigkeit und auch die radiosonische Errichtung eures planetaren Lustzentrums, des planetaren Manitou, hängt von der Kunst des Pulsargleitens ab. Da wir uns dessen bewusst sind, hinterlassen wir euch die kosmischen Frequenzcodes der Pulsare, auf das ihr euer spektrales planetares Lustzentrum präzise konstruieren könnt. Über das planetare Holon im Einklang mit Excalibur zu gebieten, ist das Ziel des Orakels des Magiers. Auch das überlassen wir euch in Form eines Begleithandbuches zu diesem Text. Ausgerüstet mit dem Dreamspell, den Pulsarcodes und dem Orakel des Magiers, werdet ihr sodann sehen, welche Stufe der Magie ihr erreichen könnt. Mehr als dies vermögen wir für euch nicht zu tun. Erinnert euch stets eurer kosmischen Wurzeln und wir werden umso klarer in euer Bewusstsein treten, je nötiger ihr unseren Beistand braucht. Das war Die Arcturus-Probe von José Argüelles. Gelesen von Christian Noll und erschienen zur freien Verfügung aller. Dem Originaltext der Arcturus-Probe folgt eigentlich noch das Verzeichnis der Begriffe und Index der Namen. Ein Glossar zu Begriffen in der Geschichte. Des Weiteren folgen die Pulsarcodes. Die Texte können der Webseite www.maya.at entnommen werden. Friede sei mit allen Wesen.